Hallöchen und willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Wir haben richtig fette News heute, also mal richtig, richtige News heute. Und wie ihr hier schon so an dem Bild sehen könnt, es gibt eine gute News und eine schlechte News. So, fangen wir erstmal mit dem Guten an. Also, es heißt hier die Zukunft von Shakes and Fidget. Wie geht's weiter so in etwa? Grob und knapp gesagt, es ist ja so, Shakes and Fidget ist immer noch Flash-basiert und Flash ist so langsam, naja, sowas von 2009, das glaubt ihr gar nicht. Also das ist leicht veraltet und viele hatten ja schon gesagt, wo Shakes and Fidget 2.0 rauskam, warum macht ihr noch sowas? Warum gleicht ihr das nicht mehr an der Handy-App an und macht da irgendwie was extra raus und so und Flash funktioniert auch nicht immer, gibt manchmal auch Probleme, kennt ja jeder. Wenn das mal abstürzt oder so oder irgendwelche Ladehemmungen hat. Auf dem Handy kann man es nicht im Browser spielen und so. Also ganz viele Dinge würde es ja leichter machen, wenn man es irgendwie umstellen würde. Und genau das wird kommen. Shakes and Fidget soll umgestellt werden auf HTML5. Dann halt etwas neuer, zeitgemäßer, obwohl das ja, naja, wie zukunftssicher das ist, werden wir noch sehen, aber noch ist HTML5 ja State of the Art, meiner Meinung nach, obwohl ich mich da nicht so viel mit beschäftige. Aber wichtig ist für uns fitte Shaker, was hier unten noch steht. Nähere Infos zu dieser neuen Version werden in naher Zukunft folgen. Das heißt, einerseits wird es eine neue Version geben hier mit Shakes and Fidget, das einfach nur übertragen wird. Also ähnlich wird es sein wie damals die Umstellung auf 2.0. Das heißt, wir kriegen Shakes and Fidget 3.0 eigentlich jetzt. Aber mal sehen, was sich da noch alles ändert. Und ja, mal gucken, ob da denn auch noch andere Dinge im Zuge des Updates geändert werden oder nur der Flash-Drache hier erledigt wird. Das kann man hier daraus leider noch nicht sehen. Aber es wird zumindest dran gearbeitet. Das ist so das Positive. Das Negative, was ich daraus lese, ist ganz einfach die Kehrseite. Wir haben uns ja jetzt die letzten Tage, Wochen, sogar Monate überlegt, ja, was machen denn die Programmierer den ganzen Tag? Es hieß ja, die Updates sollen jetzt einfach Feuer, Feuer, Feuer nacheinander kommen, nicht mehr so lange aufeinander warten. Und jetzt gab es ja mittlerweile schon seit dem Pet-Update schon, naja, ein halbes Jahr ist noch nicht rum, aber gute 4, 5 Monate fast. Und da hat sich jetzt nichts Großes mehr getan. Und jetzt wissen wir endlich, woran es lag. Aber da das Ding schon im Beta-Test ist, wird es, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis es fertig ist. Und dann sollte alles wieder schick laufen. Und dann kommt vielleicht auch, oder dann hoffe ich mal ganz inständig, dass da auch gleich neue Inhalte mitgeliefert kommen und irgendwas Schickes Neues passiert. Vielleicht irgendwas, womit wir gar nicht rechnen, so wie die Festung, da hat man ja auch nicht mitgerechnet, oder die Pets kamen ja auch aus heiterem Himmel. Also irgend sowas Schickes werden die bestimmt noch in der Hinterhand haben und uns bereichern, sodass wir wieder viele, viele, viele Pilze in das Spiel stecken können. Ja, oh, das ist ein ganz schön langes Video. 3 Minuten, nee, so lange will ich nicht gucken. Muss ich nochmal kurz vorspulen? Also mal gucken, ob es hier Lucky Coins gibt. 720. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die vorher schon hatte. Wir können ja mal kurz. Ah, 25, da ist es hochgetickt gerade. Sonst wollte ich sagen, machen wir schnell eine Aktion. Aber den legen wir hier nicht. So. Da nochmal der Beweis. 725. Also vorspulen hat geholfen und es gab trotzdem Lucky Coins. So, Inventar ist erstmal fast ganz voll hier, da haben wir nicht mehr viel übrig. Wir müssen auch mal ein bisschen sortieren, weil ich heute den halben Tag hier übers Handy nur online war. Konnte ich das nicht selbst so jetzt schön machen. So, wir haben hier jede Menge Items. 2,5 Millionen. Haben wir noch ein 2,5 Millionen? Der Bogen ist noch. Was ist eigentlich heute bei der Hexe drin? Die nimmt Amulette. Hatte ich nicht erst? Ah, da haben wir aber eins. Ha, das kommt gleich mal in den Kessel. Und noch eins. Hoch. Mann, das war ja richtig ergiebig heute. Und das waren nur die Sachen, die sich in den letzten paar Quests so angesammelt haben. Aber schön. Und einen schwarzen Edelstein habe ich auch gefunden, der gar nicht mal so schlecht ist. Wenn wir vergleichen hier mit dem großen, den wir vor einer Woche oder so bekommen haben, der hat 267, der hat 265 und ist nur ein mittlerer. Wird auch aufgehoben und dann am Wochenende ordentlich reingewämst hier in die Items.
Heute hatte ich schon was in die Toilette geschmissen. Wir sind bei 950. Aura leuchtet schon, so ist schick. Morgen kommt dann hier die komische Nase rein mit Augen. Also ich finde, sieht eher aus wie so ein, weiß ich nicht, was man sich vielleicht über seine untere Nase ziehen könnte. Und nicht unbedingt wie ein Blutigel, obwohl ich hier oben die Augen und so schon erkenne. Aber naja, egal, meine Fantasie ist schon wieder krank. So, wir wollten ja eigentlich hier sinnvolle Sachen weitermachen. Kämpfe, mal kurz gucken, haben wir alle Kämpfe schon gemacht? Nein, da fehlt noch einer. Probieren wir es mal hier, da würden wir im Notfall noch schön viel Gold kriegen. Verlieren allerdings Gold, verdammt. Naja, einen Kampf haben wir noch. XP, bin ich mal gespannt. Wir können heute noch die 1,2 Milliarden XP-Grenze überschreiten. Und morgen sollten wir dann das Level-Up haben. Also eigentlich werden wir es auf jeden Fall haben. All dieweil wir bei den Pets ja hier auch noch einen Kampf machen können, den wir mit Sicherheit gewinnen. Und den hätte ich eigentlich jetzt lieber im Free-Trial machen sollen. Ach, naja, nee, warte mal. Heute haben wir erst Donnerstag. Dann mache ich das Ding morgen. Obwohl mir gerade einfällt, morgen muss ich das Video vormittags schon machen. Das geht allerdings trotzdem, genau, weil ich muss mich morgen vorbereiten und Samstag machen wir dann richtig heftig und morgen wird es nur eine kurze Episode. So, wir machen erstmal schnell den Petkampf, dann können wir heute noch zwei Kämpfe hier drin machen. Feuer kriegen wir, den Kampf gewinnen wir 100%. Ich hatte nur 166, 12 Pets. Schatten sind wir recht stark, da haben wir das Pet. Erde ist, glaube ich, sogar noch eine Nummer stärker. Gucken wir mal, der macht 170.000 Schaden. Ja, nimmt sich eigentlich nichts, greifen wir einfach mal mit Schatten an. Ist eigentlich auch egal. Zack, gewonnen, fertig. Der nächste ist 189. Sollten wir eigentlich auch locker gewinnen. Er hat Feuerpads, 13 Stück. Also sollte er eigentlich auch nur bis hier gelevelt haben und mit Erde, was wir bis hier gelevelt haben, sollte locker gewinnen. Also kloppdiwupp gegen den Drachen hier werden wir standardmäßig knapp verlieren, so mit einem Viertel HP wird er dann vielleicht noch haben. Und das sollte der hier eigentlich locker schaffen. Aber wer weiß, ob der Kloppdiwupp überhaupt auf 100 ziehen konnte. Nicht Kloppdiwupp, hier den Drachen auf 100 ziehen konnte damit. Da sind die schönen Petkämpfe. Warum kriege ich so leichte Gegner? Das liegt daran, in der Pet-Ehrenhalle bin ich ein bisschen abgestürzt heute. Und warum das Ganze? Ja, das ist eher eine traurige Geschichte. Gucken wir uns mal den Petkampf hier an. Dachte ich, gehe ich mit Wasser rein, ist das Stärkste, was ich habe. Und er hat einfach richtig gut geskillt. Hier den Typen ordentlich auf 100 hochgezogen und der hat gegen unseren Wasserviech recht hoch gewonnen. Hier gegen Shepard kann natürlich nichts machen. Dann ging es weiter. Er hat gewechselt, nicht bei Tikon, so wie ich, auch nicht bei den Fachen. Bei Feugl hat er gewechselt. Und das hatte den Vorteil, dass er auch nicht bei Dragopyr wechseln musste, sondern er hatte schon vorletzten Monat, bevor das Event Buggy wurde, das Viech bekommen. Und da beiße ich mir echt in den Popo. Ich hatte ja auch überlegt gehabt, holen wir uns das Ding, pilze ich es weg. Ich hatte damals noch nicht den Drachen ganz so hoch. Der war nur, was weiß ich, Stufe 50 oder so. Aber theoretisch hätte man das mit viel Pilzen schaffen können, hier zu gewinnen, aber ich dachte mir, nein, warum sollte ich dann? Ich kann ja hier weitermachen, bestimmt mit dem Drachen, habe mich da noch nicht so weiter groß informiert und gedacht, naja, den 18. schaffe ich ja auch noch, aber wie wir ja alle wissen, ist das mit den Feuerpads so, dass wir hier Valentinstag, Silvester und dann Dungeon Portal sauber haben müssen. Das heißt, da müssen wir durchziehen. Bis zum 20. hatte ich mich nicht richtig informiert und deshalb es voll verkackt. Auf gut Deutsch gesagt. Und dann, ja, passiert halt. Deshalb füttern wir jetzt Sum Sum. Was wir auch machen können, dann haben wir mehr Platz im Inventar. Nee, kein Platz für Nahrung. Nee. Gleich mal gucken. So, erstmal schnell hier die nächsten Quests angeben. Ah, eine schöne 10-Minuten-Quest wäre gut gewesen. Aber ich glaube, ich nehme die 10-Minuten-Quest. Hat zwar ein Item drin, das heißt, ich kann nichts mehr finden, aber geht halt runter bis auf 2,5 Minuten. Und die anderen Quests sind auch nicht so viel besser. Hier, da könnte ich noch ein bisschen Jeopardy spielen. Möchte ich allerdings nicht. Ah, noch eine Flimmerkiste. Na, klicken wir mal kurz an und wechseln den
Ach, können wir nicht mal den Server wechseln? Verdammt. Ja, dann mache ich mal Pause. Und weiter geht's. Ja, tut mir leid, konnte ich nicht vorspulen. Aber egal. So, was wollten wir eigentlich machen? Genau, wegen den Feuerpads. Wir wollten mal testen, ob wir das hier füttern können. Und jetzt geht's, komischerweise. Naja, egal. Stimmt, die Erdbeere haben wir auch gerade erst bekommen. Werden wir auch gleich noch eine kriegen und die wird dann rumliegen. Erdbeeren sammeln lohnt sich jetzt noch nicht, haben wir auch noch keinen Platz für. Ihr seht, wir haben ja schon richtig viel jetzt voll mit Epix, Edelstein und anderem Gesocks. So, Dinge können wir einsammeln. Festungsabwehr hält noch 19 Stunden. Das heißt, die hält noch bis morgen früh und früh wird man ja gerne angegriffen. Können wir mal kurz gucken. Den Kampf habe ich noch nicht mal gespeichert, weil ich den nur so nebenbei mitbekommen habe. Mit 11 Soldaten kam er an und hat uns 11.000 Steine nur geklaut und ein bisschen Holz. Ha, da freue ich mich doch eher darüber, dass der Angriff da länger gehalten hat. So, den Kampf gleich mal speichern. Heute Morgen kam auch einer an und hat ein bisschen mehr geholt. Da gab es sogar 160.000 Holz und 35.000 Stein. Und kam mit ähnlich viel Soldaten. Und zack, weg. So, diesen verschämten Petkampf werde ich mal auch rausnehmen. Ja, und unsere Gildenkämpfe werden echt immer und immer knapper. Wenn wir hier mal reingucken, da waren jetzt nur noch Knuffi und ich übrig. Echt nicht mehr viel. Und mal gucken, wie der Gildenkampf gerade war. Okay, da waren wieder noch dreieinhalb Leute übrig. Aber es ist echt nicht mehr so der große Vorsprung. Hoffen wir mal, dass es demnächst wieder ein bisschen besser wird, obwohl die Leute bei uns in der Gilde eigentlich online sind. Wenn wir mal gucken, hier sind fast alle da. Es melden sich auch immer fast alle für den Kampf. Hier Gilden-Raid haben auch schon alle gemacht. Also nicht alle, aber viele. Und da müssen wir mal noch schnell mal am Glücksrad drehen. Die ganzen Lucky Coins. Oh, 10 Millionen Gold, 2 Millionen Stein. Das leckt gerade ein bisschen. Ah, nee, jetzt können wir wieder durchklicken. Ich glaube, das liegt daran, dass ich gerade betteln hat. Aufgemacht habe und der noch ein paar Updates ziehen möchte, aber naja, das ignorieren wir ganz gekonnt. So, alles schick. Mal gucken, wie viele Steine haben wir bekommen. Reichen noch nicht für das nächste Update, da brauchen wir noch ein paar mehr. Aber soweit ist schick. Es gab noch ein bisschen Gold, wir können auch wieder ein paar Skillpunkte reinnehmen. Und ich habe mir vorgenommen, für unser super tolles Epic-Event, was wir hier jetzt dieses Wochenende machen werden, ich habe mir so überlegt, so 24.000 Geschick und 45.000 Ausdauer. Das ist so mein Ziel, was ich da erreichen möchte. Alles, was drüber hinaus ist, bin ich froh drüber. Und alles, was da drunter ist, bin ich traurig. Schaffbar sein sollte es auf jeden Fall, weil wir haben hier drei Fünfer-Epics, die wir austauschen können. Wenn wir die alleine schon draus haben, haben wir 400 mehr Geschick netto. Also da kommen wir dann nochmal. Hier 25% Trankbonus und Petbonus und alles noch hinzu. Also damit sollten wir das eigentlich locker schaffen hinzubekommen. Da müssen natürlich dann auch wieder ordentliche Sockel rein. Wir haben hier Geschicksockel nicht ganz so gute. Ausdauersockel haben wir zwei sehr gute. Einen sehr, sehr guten schwarzen Edelstein und zwei normale. Also theoretisch könnten wir sieben Items jetzt wechseln. Mal gucken, wir haben nur neun. Also Edelsteine habe ich auf jeden Fall genug gesammelt, würde ich sagen, zumindest fürs Wechseln. Aber ich will jetzt auch keinen irgendwo reinmachen, weil egal in welches Item ich es mache, das Item wird kommen und genau ein, zwei Attribute besser sein. Und dann will ich es natürlich trotzdem haben. Und wenn wir mal so schauen, wie viel besser die Items werden können. Wir haben ja hier diese Kette letztens gefunden. Und die hat halt 602, wenn wir das mal vergleichen. Da hätten wir hier, naja, da war jetzt noch ein Level-Up haben und nochmal an der Klospülung ziehen, würde ich sagen. Hier so circa 20 Punkte können wir hinzubekommen. Wir waren schon bei 40. Hier nochmal, naja, gute 10, sind wir bei 50. Hier viel, viel mehr. Und hier auch nochmal so 30 Punkte und naja, hier fast, naja, 60 bis 70. Und dann halt hier noch die, wo wir jeweils circa 100 oder mehr hinzubekommen können. Also da ist einiges drin, was wir dann in Items verbessern können. Und dann sollte es auch mit der Schattenwelt klappen. Morgen hoffe ich natürlich, dass das Ding, wenn wir es ins Klo werfen, ein wunderschönes Stärke-Item wird, sodass wir dem hier eins reinsetzen können, was uns mehr bringt. Weil das ist das einzige Item, was hier noch ist, ohne Sockel. Und da wäre natürlich schön, wenn der eins bekommen könnte. Und
So schlecht ist das doch gar nicht. Wäre ein Punkt besser. Der Geschicksockel wird dann natürlich irgendwie ausgetauscht gegen einen Ausdauersockel oder einen schwarzen, aber halt auch erst nachdem wir geblättert haben. So, wir können den nächsten Kampf machen. Probieren wir es mal nochmal und jetzt gucken wir mal. Oh, er fängt schon an, das ist schlecht. Wir kritten auch nicht und wir fressen einen Crit, kritten zurück. So, jetzt die Frage. Oh, krittet er uns oder nicht? Oh, ey, wie kann man so überleben, ey? Verdammt, verdammt, verdammt. Ach, ey. 5 Minuten noch. Naja, egal. So lange werde ich, glaube ich, nicht mehr warten. Den Kampf mache ich dann nachher. Ihr wisst ja eh, dass ich den gewinne. Was wir eigentlich noch machen müssen, ist auf W11 unsere E-Mail validieren. Warum bin ich auf W11? Da wollte ich ja gar nicht hin. Aber wenn wir schon mal hier sind, gucken wir einfach mal kurz, wer hier ganz oben ist. Marksman, der Jäger, passt natürlich, ist ganz oben. Vom Level her auch schon der Einzige, der die magische Pet-Grenze geknackt hat. Aber er hat noch kein Pet. Oder? Ah, nee, er lebt noch ein bisschen. Doch, er hat schon 6 Pets. 6 Pets sozusagen. Mal gucken, wie viel er da heute noch bekommt. Ist ja jetzt bei mir schon nach 18 Uhr. Das heißt, er kann nur noch die Nackt-Pets finden. Aber morgen, denke ich mal, wird er sich da einen Plan machen. Vielleicht auch schon ein paar Alu-Sachen früh spielen, dass er da gleich die Pets, die nachts zu finden sind, freischalten kann und den Rest dann am Tage in Ruhe holen und dann vielleicht abends nochmal ein paar. Würde ich zumindest empfehlen, wenn er weiter vorne mitspielen will, weil die Pet-Boni sind nicht zu unterschätzen. Da kann er mal gucken, was er schon so für Boni hat. Hier hat er ein Pet gefunden, hier auch eins, auch eins. Hier hat er schon 2 Schattenpads, das ist gut, und ein Glückspad. Wer wissen will, wie ich das ausgerechnet habe, kann sich gerne die Pet-Guides mal durchlesen oder anschauen. Ansonsten, Legends scheinen hier ganz gut dabei zu sein. Wie schaut's denn aus mit dieser hier? Wie hieß denn die von Sir Sokolot? Genau, da wollte ich ja mal gucken, wie die Gilde gerade mal so steht. 25 Member scheint erstmal noch nicht so viel zu sein. Ah, okay, nimmt auch 100, 320 Alu-Spieler. Das heißt, da gibt es vielleicht nicht ganz so viele Leute, die spenden. Und ja, Stufe 45, der für den Leiter ist auch schon mal gut. Und ja, ist auch so ziemlich der höchste. Na doch, hier ist noch eins, zwei Leute, die da ein bisschen höher sind. Drei sogar. Naja, ist ja erst ein Wöchelchen alt, der Server. Da kann ja noch viel passieren. Und viel sich ändern. Aber wo ich eigentlich hingucken wollte, war Welt W7. Jetzt muss ich aber erstmal mal gucken, ob es eine neue Flimmerkiste gibt. Ah, natürlich nicht. So, Welt 7. Da müssen wir nämlich unsere Ressourcen hier abholen. 600.000 Holz. Da läuft das Lager über. Und Stachwache ist auch gar nicht mehr an. Machen wir auch gleich nochmal. Gucken wir mal. Greift uns hier wer an? Nö. Alles schicke. Fertig. Und jetzt kommt die Flimmerkiste. Ey, wo man wieder hier ist und weitermachen möchte. Ach, das Leben ist echt so ungerecht. Und ne, die gucken wir uns jetzt nicht an, schon gar nicht, weil hier irgendwie nur noch 50 Sekunden läuft. Wir müssen ja noch die ganzen Kämpfe machen. Den starte ich jetzt aber auch nicht. Die 5 Sekunden warten wir noch. Ja, also eigentlich ist es eher so ein schönes Spiel für nebenbei. Man sollte nicht so viel Videos da machen. Oh ne. Oh, alle Quests verdammt schlecht. So, Inventar ist voll. Was verkaufen wir auch? Das ist ja nichts wert. Und Glücksrad gedreht haben wir schon. Jetzt könnten wir eigentlich auch noch auf die Quest warten. Dann könnten wir nochmal skillen. Aber den Gildenkampf können wir schon mal machen. So. Sieht nicht so gut aus. Okay, ein 5 Millionen Crit. Und unser letzter Schlag, 2 Millionen. Das war's. Nicht einmal ausgewichen. Nicht einmal, sondern nullmal. Zeichnet sich auch im Schaden wieder, aber mal gucken. Die anderen sind auch nicht so viel besser. Naja, gibt Schlimmeres. Man könnte mit 130 Millionen weggekrittet werden. Aber sowas möchten wir ja auch nicht. So, ich gucke noch mal kurz das Video und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Neuer Kampf, neues Glück gegen das fiese, finstere Häschen. Oh, das war ja sogar schon das Letzte für heute. Na, bis morgen früh können wir es nicht machen. Naja. Zwei, naja, machen wir lieber. Na doch, 3 Stunden muss ich dann noch wach bleiben. Wird schon passen. Muss ich dann nur morgen früh recht früh aufstehen. So,
Einmal können wir noch skillen. Hat sich gelohnt, das Warten. Und ab ins Single-Portal. 66%. Die letzten Tage ging es gut voran. Aber heute, wir kritten nicht und werden kritte. Und der letzte, komm, komm. Ah. Naja, ein Crit hatten wir, 13 Millionen. Aber der letzte Schlag ist entscheidend. Ich glaube, so viel war das nicht. 66, mal gucken. 50 ist hier bei dem Strich. Sind es mehr wie 6% drüber? Nein, sind nur 5. Immerhin, ein Prozentchen abgezogen. Schön ist es gewesen. Und wir können jetzt auch den letzten Petkampf machen. Mal gucken, wie spannend der wird. Er hat den dritten gelevelt und dann Feugl auch. Kommt mir bekannt vor und kloppdiwupp rockt alle 1er-Chars weg. Und dann müssen wir ja doch noch was verkaufen, weil sonst ist das Inventar voll und unsere Edelsteinsuche endet ja auch noch heute. Deshalb war es auch gut, die Stadtwache so lange reinzumachen. Dann könnte man da auch gleich noch das erledigen und einen neuen Edelstein suchen. Ja, jetzt sind wir aber echt durch für heute. Neuen Dungeon-Kampf schaffen wir noch nicht im Schattenhabitat. Werden wir hoffentlich morgen früh machen. Und dann räumen wir hier mal auf. Der sollte ja eigentlich lockerstens liegen. Können wir mal kurz gucken. Schattenpad. Wo haben wir das hier? War das hier in der Übersicht? Ach, der sagt mir, ich soll die Seite neu laden. Das ist dann der. Genau, hier. Zornox. Und der ist Stufe 66. Das sollte eigentlich locker passen. Hier steht, mit Flederadatz 88 bis 100 kann man den legen. Mit Rosa Lux 85 ist es auch möglich. Dann sollten wir das auf jeden Fall mit unserem Ninja Stufe 100 schaffen, wenn die den hier oben schon umhauen. Also, da sehe ich keinerlei Probleme. Aber warum wollen wir das Ding eigentlich morgen schon umhauen? Gibt's da noch mal einen Grund zu? Mir fällt's gerade nicht ein. Eigentlich können wir es auch übermorgen machen, dann haben wir noch länger einen Platz frei im Inventar. Ich überlege mir das nochmal, ich schlafe dann nachts drüber und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao.